So, und das ist das letzte Haus hier, das wir noch nicht besucht haben. Und du? Oh, ich habe eine Treppe bekommen. Yeah, cool. Man verschenkt eine Treppe. Ja, jetzt habe ich nur noch eine Frage, nämlich wie ich an... Aber ich glaube, ich habe schon das Rätsel gelöst. Ich weiß noch nicht genau. Nee, habe ich nicht. Wie man an dieses Item kommt, was da versteckt ist. Vielleicht komme ich auch noch nicht dran, aber... Naja, ihr wisst ja, ich will immer Items haben. Ich glaube, ich müsste hinter der Arena vorbei. Da seht ihr sogar noch im Hintergrund das Gelbe. Ja gut, dann später dazu. Dann haben wir erstmal die nächste Stadt gesehen. Und jetzt können wir erstmal weiter. Wow. Schicke Musik. Die ist auch noch nicht vorgekommen, dieses Spiel. Warum ich diesen Schirm dabei habe, Tja, vielleicht verrate ich es dir, wenn du es schaffst, mich zu besiegen. Oh, natürlich. Also habe ich einen Ansporn zu kämpfen. Gerda mit Goldini. Ich habe vorne... Gardevoir, oder? Ja. Passt auch wunderbar, denke ich. Da kann ich einfach ein bisschen Zauberblatt drauf haben. Ah, boah, sieht echt aus, als würde es mit Magie eingesetzt werden. Oder mit irgendwelchen Psychokräften. Eins von beiden. Und Gold King. Ich glaube, das rasieren wir auch gut weg. Vielleicht überlebt Gold King sowas ja noch. Weiß ja nicht. Ist ein zähes Pokémon. Ja, tatsächlich. Trotz Volltreffer, okay. Nicht zu unterschätzen. Jetzt kriege ich selber meine Ladung ab, aber... Sollte nicht so dramatisch sein. Okay, 4. Noch 5. Natürlich. Volle 5. Maximale Power rausgehauen aus der Attacke. So, aber dafür bist du jetzt ruhig. Boah, guter Erfahrungspunkt, ne? Das gibt ein Level-Up. Cool. Oh Mann, Gardevoir ist echt sehr cool. Tauschen wir erstmal. Oh, Latios ist wieder da. Freue ich mich. Also wieder am Start. Was ist das? So, Gardevoir hat den Platz ganz hinten wieder verdient. Ja, und was ist jetzt das Geheimnis? Warum trägt die einen Schirm mit sich? Ich glaube nicht, dass Stark ist, sondern nicht gut für meine Pokémon ist. Daher schützt sie mit meinem Schirm. Oh, okay. Seht ihr? Ah, da ist doch bestimmt ein cooler geheimer Weg. Boah, guck mal unten auf dem Bildschirm. Da sind ja richtig viele Pokémon in dieser Route zu finden. Ich erkenne die noch nicht mal alle. Also doch, Mirapla, Duflor, glaube ich, Merrill, Geradax, glaube ich, Kecleon, Azumarill, Maske Regen, Geweiher, weiß ich nicht, Tentara und Carpador, glaube ich. Eins von denen erkenne ich nicht. Wo ist denn das? Ah, hier, Sonderbonbon. Gut, damit haben wir alles. Also, zumindest für diesen echt komplizierten Weg. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand auszusehen hier einen Sonderbonbon verloren hat. Das muss wohl irgendjemand hier verstecken. Also, so vom Logischen her, meine ich. Oh, Doppelkampf. Doppelkämpfe mag ich immer am meisten. Oh, du bist der Marco von neulich. Erzähl uns im Kurzinterview, wie du dich als Trainer weiterentwickelt hast. Oder entwickelt hast. Ich mag diese Nachrichtenmusik. Vielleicht, falls ihr euch auskennt oder so, könnt ihr mir irgendwie mal Nachrichtenmusik oder so mir einen Link schicken. Ich hätte gerne Nachrichtenmusik. Ihr wisst schon, dieses... Ich finde das voll cool einfach. Einfach nur, weil ich es cool finde. So, erstmal machen wir doch dieses Krakelo fertig, weil der einfach down zu kriegen ist. Oder ich mache Walzer auf Magneton. So. Wenn ich es hinbekomme. Ich mache mir nur ein bisschen Sorgen, dass... Ja, vielleicht weil man ein bisschen viel Schaden abbekommt. Aber nicht mal von Krakelo auf jeden Fall. Ich meine, es kann die Elektroattacken. Und es setzt sie auch gut ein. Autsch, Schmerz. Okay, Walzer ist auch sehr effektiv dafür. Ich weiß... Ich meine, es ist nicht sehr effektiv. Scheiße, wieso da denke ich, das ist effektiv? Boden wäre... Ja, Boden wäre super gewesen, aber... Nicht das. Mache ich einfach mal Scheinwerfer. Hoffentlich zerstöre ich es. Meine Attacke wird auch nicht so effektiv sein. Okay, oh, armes Walmer. Au.
Oh, scheiße, ich hätte gedacht, der ist so. Oder der wird's nur überleben, zumindest. Das Gebrache. Ich würde einfach den 1 gegen 1 dabei bleiben, jetzt aber. Na gut. Ich setze hier noch einen Ersatz ein. Direkt, obwohl Feuer Odem wird wohl auch reichen. So. Rache. Boah, als ob der es noch überlebt. Aber dafür habe ich jetzt doch Roselia draußen. Und die Sache hat sich. Okay, das war aber ein intensiver Kampf. Hast du alles aufgezeichnet? Ja, los, im Kasten. Nö. Ja, das habe ich im letzten Kampf gesagt. Ja, noch ein Interview. Ah. Nicht A, A, nur A. Okay, das sind Pokémon, die da auf mich warten. Vielleicht ein Topschutz mal schnell. Ne, das ist ein Fluchtseil, da ist ein Topschutz. So, die Büsche sind ziemlich hoch. Aber man kann nicht mehr, oder? Ich probiere das mal aus. In den alten Editionen, zumindest sogar noch in alten Pokémon Rubin ging das, dass wenn man im Gras steht und Zerschneider einfach einsetzt, dass man da tatsächlich die Büsche entfernen konnte. Aber das geht nicht mehr seit Generation 4, glaube ich. Seit. Oh, hier ist sogar ein Item irgendwo. Ha, geil. Seit Diamant, glaube ich. Diamant Perl geht das nicht mehr. Oder seit Schwarz-Weiß. Aber ich denke eher Diamant Perl schon. Geht das nicht mehr. Hier ist noch eine Geheimbasis. Das ist ein Trainer. Aber wir gehen erstmal hier lang. Item. Nestball. Und ich denke, ich sehe da schon Troy. Wie der da schon irgendwie steht und zufällig auf mich wartet. Aber der wird wohl ein bisschen länger warten müssen. Oh. Boah, schöne Spiegelung so. Hier haben wir eine mysteriöse Höhle. Sonnengrotte. Erstmal Sonnentag, okay. Wir vervollständigen bald unsere Sammlung mit TMs. Habe ich den Eindruck. So, hier geht's noch runter. Boah, ist das dunkel hier. In der alten Edition gab's das hier aber nicht mal nicht, ja? Tja, erkunden wir mal. Hyperheiler? Hä? Aber das wurde. Moment. War es so ein Pokéball da, der zu sehen war? Achso, den habe ich dann übersehen. Tja, ich weiß nicht, wie groß diese Höhle ist tatsächlich. Da ist was. Noch ein Fluchtseil. Ja, ist ein bisschen dunkel hier drin, aber ich glaube, das kriege ich schon hin. Ich höre, glaube ich, ein Golbat auf dem Wasser. Wieso ist denn das im Wasser? Was hat der denn falsch gemacht? Okay, und es geht noch tiefer. Nee, geh weg. Oh, direkt das nächste Item schon. Aber wo? Boah, das sieht echt groß hier aus. Ich darf nicht die Übersicht hier verlieren. Boah, auf welcher Seite soll ich denn hier zuerst irgendwie mal langlaufen? Ist das Item auf der anderen Seite? Also hier ist schon mal nix. Ich weiß nicht, wo hier das Item ist. Keine Ahnung. Vielleicht hier. Das, ich meine, da geht es ja auch nicht mehr weiter. Ja. Ja. Supertrank. Okay, ein bisschen billig, ne? Supertrank, aber... Item ist Item. Und mehr gibt es ja auch nicht. Ha, das war's. Der ganze Weg für einen Supertrank. Jo. Okay. Und hier so... Irgendwas? Nichts. Finde ich gut, wenn da schon mal viel nichts ist, weil dann kann ich schon mal ein paar Sachen ausschließen, so. An Weg. Nugget. Oh, Money. Ich krieg Geld. Anscheinend gibt es hier unten, laut Karte, wirklich nur Zubat und Golbat. Das sind die einzigen Pokémon, die hier leben. So, und schon einmal wieder Topschutz verballert. Und hier geht's ja wohl nur mit. Warte mal, wie komme ich denn auf die andere Seite? Hier falle ich doch... Nee, da kann ich nicht durchfallen. Ich muss auf die Seite. Wie komme ich denn auf die Seite jetzt? Nee, ah, da komme ich doch her. Da wollte ich nicht hoch. Auf ein neues. Ich muss irgendwie auf die andere Seite gelangen. Ah, da ging es doch jetzt gar nicht mehr hin, oder? Oder doch? Oder doch? Ja, mein Fehler. Geht doch hier lang. Was soll ich machen? Soll ich den Stein da reinschmeißen, oder was?
Vielleicht löse ich ja mit irgend so ein ominöses Geheimnis. Ja gut. Ach, da geht's weiter runter. Oh. Und hier ist nichts. Hier ist nichts. Tja, kann man nicht abstreiten. Zumindest haben wir eine Abkürzung gebaut. Ha, ist ja witzig. Ja, das war's dann mit dieser Höhle. Ich könnte mir denken, so dass da vielleicht irgendwann ein legendäres Pokémon ist oder so, aber fürs Erste scheint es wohl wirklich gewesen zu sein. Also ich wüsste jetzt nicht, ob man das noch groß hinterfragen sollte. Ja, Schutz setzen wir nochmal ein. So. Die da draußen. Oh, den nicht vergessen. Ist da sonst noch was? Hey du! Boah, ich komme einfach aus dem Grasbüschel. Mein Pokémon ist richtig stark. Wie sieht es mit deinem Team aus? Okay, der glaubt, mit einem Pokémon kann er mich aufhalten. Wablu. Ich glaube, so stark wird es wohl doch nicht sein, oder? Ich meine, gegen das hier, es kann auch fliegen. Gut. Eins muss ich ihm lassen, er ist im Level über mir. Aber wir gucken trotzdem mal, wie sich das Wablu so hält. Boom. Yeah. Paralysiert. Das gefällt mir. Oh, ich kann nichts machen. Ja, kann nichts machen. Und wir Feuer-Odemmen es einfach zu Tode. So, keine Fragen mehr. Und das war's. Oh, dein Pokémon-Team war stärker. Kann man nichts machen. So, jetzt machen wir das, was lange erwartet ist. Hm? Ach, du bist Marco. So sieht man sich wieder. Wie ist der ergangen? Ich hoffe, du holst alles aus deinem Mega-Armreif heraus. Na, ich nehme an, um dich und dein Pokémon-Team... Achso, und das Pokémon-Team brauchst du ja keine Sorgen machen. Brauche ich mir keine Sorgen machen. Übrigens, hast du schon bemerkt? Hier befindet sich irgendwas, was man mit bloßem Auge nicht sehen kann. Aber wenn man dieses Gerät auf das Unsichtbare etwas richtet... Ach, ich spare mir die Erklärung lieber und lass dich einfach selbst ausprobieren. Aber vorher muss ich dich etwas fragen. Du und dein Pokémon-Team, seid ihr bereit für einen Kampf? Ja, nett, dass er fragt. Nun denn, das ist für dich. Probier's aus, die Größe sollte so in Ordnung sein. Oh, so ein Gerät. Devonscope. Oh. Ein bisher unsichtbares Pokémon ist sichtbar geworden. Das Pokémon erschrickt und greift an. Tja, da war die ganze Zeit ein Keckner versteckt. Tja, es ist so und bleibt immer auch ein wilder Pokémon-Kampf. Also ich denke mal, Level 30 gar nicht mal so schlecht. Wird einfach fliehen und gut ist. Muss ich jetzt nicht groß gegen kämpfen. Dein Kampfstil ist wirklich bemerkenswert. Okay, einfach abhauen. Das ist mein Kampfstil. Dieses Gerät ist übrigens ein Devonscope. Mit dieser tollen Erfindung kannst du getarnte Pokémon sehen. Hier, ich schenke es dir. Okay, ich glaube, das wird gut dafür sein, um unsichtbare Pokémon aufzudecken. Aber ich glaube... Logognit, boah, was? Das ist gut. Dieser Stein ist einer meiner 5 Lieblingssteine. Er wird sicher auch dir und dein Pokémon gefallen. Weißt du, Marco, ich mag Trainer und Pokémon, die ihr Bestes geben. Genau, das gefällt mir so an dir. Hm, dein Beutel hat gerade etwas aufgeleuchtet. Mein Spürsinn sagt mir, dass es ein Stein war, und zwar nicht irgendein Stein. Nein, es muss ein Meteorit gewesen sein. Aber es ist eigentlich völlig unmöglich. Ich muss mich getäuscht haben. Aber gut, ich mache mich wieder auf den Weg. Ich bin mir sicher, wir werden uns irgendwo wiedersehen. Logognit bedeutet... Wenn sich Jungblut mal entwickelt, dann kann ich auch mit ihm eine Mega-Entwicklung durchführen. Oh yeah. Tja, aber erstmal müssen wir so weit trainieren, bis es soweit ist, ne? Gut, ich gehe jetzt mal zurück in die Stadt, denn durch dieses neue erworbene Item... Ja, kletter, kletter, kletter. Kann ich erstmal schön... Ne, nicht das, sondern das hier wollte ich nehmen. Kann ich erstmal mir den Weg in die Arena freimachen. Und ich würde ungern die Stadt verlassen, ohne die Arena gemacht zu haben. Okay, rein da. Noch einmal schnell heilen, weil, naja, weil man ja nicht so gut dran ist, ist es halt besiegt. So, das ist das Pokémon-Team gerade. Gefällt mir schon sehr gut. Und ich weiß, es wird sogar noch besser irgendwann. Also... 5 Arena, ja, 5 Arena-Orden haben wir schon. Und jetzt
gehen wir den sechsten an. In. Okay, noch nicht. Noch gehen wir nicht den sechsten an. Ich bin ein bisschen übereifrig. Devon Scope einsetzen. So. Es haut einfach ab. Wir können nicht mal gegen den kämpfen. Ja. Ist hier noch ein Item oder so? Anscheinend schon. Also bis auf das Item hier, ne? Strauchler. Oh, ist eine Pflanzenattacke. Hat nicht mal einen festen Schadenswert. Ich glaube, das Gewicht hängt vom Pokémon ab, auf das man das einsetzt. Also es hängt aufs Gewicht vom Pokémon ab. Die Stärke. Was habe ich gerade gesagt? Wo ist denn jetzt hier ein Item? Hier oben vielleicht? Nö. Müssen wir irgendwie da runter. Ich habe keine Ahnung, aber ich finde hier nichts. Egal, auf jeden Fall ist das die 6. Arena. Anscheinend wird das da rechts sein. Okay, dann muss ich mal irgendwann danach gucken. Ich werde es eh wieder vergessen. So, und hier geht's um nicht mal Pflanzen-Pokémon, sondern Flug-Pokémon.